Ja, Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem Kilometer für guten Zweck, und zwar Folge 98 und Kilometerstand 33.515. Ja, und ich muss jetzt erstmal was herrichten. Da war ich natürlich wieder voreilig beim Starten vom Video, bevor ich überhaupt meine Kasse und so weiter dastehen habe. Oh, ja, die wird immer schwerer. Oh, mein Trinken ist leer. Ich kann jetzt heute euch nicht mein Trinken vorführen. Doch, in meiner Kaffeetasse ist noch ein bisschen was dran. Naja, egal. So, wo sind wir? 33.515 Kilometer. Und ich wollte heute gleich mal was anderes machen. Und zwar, wir fahren jetzt. Wir haben ja keine Fracht. Wir werden jetzt heute die Lack- und zwar den Simo-Welt für 1,06 € werden wir anlegen. Weil die schaut meiner Meinung nach echt zu pi aus. Das muss ich hier mal Blatt schaffen. Mann. Warum hat man Weihnachten immer so viel Knapperzeug vorm Computer stehen? So, dann hat er Stimme eigentlich schon richtig. Das müsste nämlich da sein. Der gestern war er nicht da. Ist er. Und so schaut er aus. Sieht er nicht nice aus. Also alle Kunden von simowelt.de, die haben dieses als Weihnachtsgeschenk bekommen für 1,06 €. Und ich finde, es schaut ja nice und cool aus. Gut, die kaufen wir natürlich. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir nämlich vielleicht auch den simowelt Trailer. Dann können wir nämlich im Gespann fahren, was ganz cool ausschaut. So, aber da müssen wir jetzt erstmal einen Auftrag annehmen. So, Frachtmarkt. Gucken wir mal in Stuttgart-Zimmer. Ah, wir haben sogar Glück nach Metz. Eine kleine Strecke mit dem Simo-Welt. Das ist doch schön. So, da müssen wir jetzt erstmal Licht hier anmachen. Also der Sound ist schon schön. Na, ich darf dich überholen, gell? Die darf zuerst da raus. So, schön. Ups, rot. Ach, und unser Ding steht auch da, sehe ich gerade. Unser 1-Million-Trailer. Aber der passt da halt jetzt nicht dazu. Oder sollen wir den nehmen? Ne, den nehmen wir das nächste Mal. Aber schön, den wieder mal zu sehen, nebendran. So, oh, sogar Weihnachtsgeschenke haben wir noch im Simu. Truck, Simu-Welt. So, nochmal schön ranfahren hier. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viele Kilometer das sind. So, 346, also zwei Folgen wären das auf alle Fälle. Ah, Simo-Welt. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Ja, war zu faul zum Schauen. Ich glaube, meine Hintergrundmusik ist ein bisschen zu leise. Jetzt also. Ja, da habe ich wieder Musik ein bisschen mitlaufen. Im Hintergrund. Schauen wir mal, dass wir heute mal vielleicht fehlerfrei fahren können. Ups. Okay, aber da möchte ich schon mal eine kleine Ankündigung machen. Und zwar Manni und ich. Also den Manni kennt er ja schon, den Witzbold aus Köln. Und ich wollen oder machen oder sind dabei, gemeinsam einen Kanal zu gründen. Der Kanal existiert schon, die ersten Videos sind gedreht, die werden ab morgen hochgeladen oder ab heute, sind schon die ersten drauf. Ich werde aber noch nicht sagen, wie der heißen soll, vielleicht findet ihr das ja irgendwie selber raus. Und dann könnt ihr ab 1.1. bei meiner Neujahrsansprache, da wird dann der Kanal natürlich verkündet. Aber bis dahin halten wir den Namen noch ein bisschen zurück. Viele kennen den schon, den Kanal. Und viele noch nicht. Wer den kennt, ist gut. Weil der existiert schon länger. Das ist mal so
Zweitkanal von mir gewesen und den nutzen wir jetzt für meine und meine Sache. Wir fangen an mit LS-Videos drauf zu zocken und dann schauen wir mal, was ihr weiterhin so wollt von uns. Wo ihr uns dann noch zumuten werdet. Ah, jetzt fährt er uns dann auf die Landstraße wieder. Runter hier und jetzt haben wir den vor uns oder was? Alter Schwede. Und komm rum. Jawohl. Ja, wir fahren hier verspätete Weihnachtsgeschenke. Weihnachten ist ja schon vorbei. Naja, sowas kommt vor. Ja, Weihnachten ist vorbei, es kommt Neujahr oder bald Silvester. Das heißt, Weihnachten ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt den zweiten Weihnachtsfeiertag. Gut, ich drehe jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag. Die Folge für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Weihnachten ist noch nicht vorbei. Aber wir gehen jetzt langsam auf Ende des Jahres zu. Dann kommt ja die Zeit eigentlich, wo jeder sich irgendwo da Vorsätze macht. Meine erfährt ihr dann am 1.1. Ein Teil davon habt ihr schon erfahren. Aber worauf jetzt ich hinaus möchte, ist eigentlich... Schießerei. Wer von euch schießt und wie viel verschießt ihr so, würde mich mal interessieren. Also ich verschieße immer sehr wenig. Ich nehme 10er, also 10 Euro und die müssen reichen und mehr will ich nicht, weil lieber steckt mir das Geld woanders rein. Weil mal kurz eine Rakete und so weiter, das reicht eigentlich. Ich bin nicht so der Freund von dem richtig Mega-Feuerwerk, zumal ja immer wieder was passiert. Oh, Tankfüllung nicht rund, wir müssen tanken. Aber hallo. Wie viele Kilometer komme ich denn noch? 373. Oh je. Da hat der Johnny wieder nicht aufgepasst. Und da will mich einer überholen. Und da vorne staut sich der Verkehr. So, und jetzt ordnet er sich wieder hinten ein. Mann, voll cool. Okay, also das heißt, wir müssen die nächste Tankstelle raus. Gut, da wissen wir da Bescheid. Ja, nee, also. Ich würde lieber das Geld für was Sinnvolleres ausgeben, weil lieber. Weiß nicht. Frau essen gehen. Weil es gibt ja, ich kenne Leute, die nehmen 100, 200 Euro und ballern die in die Luft. Das ist quasi Geld, was in Rauch aufgeht. Und das war's dann. Ja gut, muss aber jeder für sich selber wissen. Also ist eben seine eigene Sache, was Silvester betrifft. Aber warum rede ich jetzt eigentlich schon von Silvester? Sind ja noch ein paar Tage bis dahin. So. Also 340 Kilometer kommen wir noch und 234 haben wir noch. Aber ich hoffe, es kommt vorher schon eine Tankstelle irgendwo. Ah, jetzt versucht das nochmal. Ja, überhol. Komm, mein Freund, überhol.
Mal schnell Switch machen von der Musik her. Nee, das auch nicht. Ups. Da vorne kommt ja schon die Tankstelle. Dann sind wir eh schon langsam am Schluss. Wie viel haben wir denn? 91.000. Dann machen wir heute hier schon mal Schluss nach dem Tanken, weil vielleicht findet man ja nichts mehr auf der Strecke. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn? Oh Mann, 4 Kilometer sind wir nicht gefahren. Gerade mal ein bisschen was über 100, aber es ist meistens so, wenn wir neue Ladung annehmen. So, aber sieht er nicht cool aus. Also doch, mir gefällt er voll. Voll schön. Die Lackierung und so. Super, super genialo. So, jetzt haben wir Kilometerstand 33.000. 662. Strafen haben wir keine. Und morgen kommt die Folge 99. Das ist ja der Hammer. Und dann sind wir nämlich schon am Samstag. Und am Sonntag dann, am 28.12. Livestream. Folge 100. Wird so eine halbe Stunde gehen, schätze ich mal. Ja, und dann haben wir das Jahr fertig. Gut, was haben wir jetzt sonst noch zu melden? Eigentlich nichts. Genau, ich wollte mal kurz noch was gucken. Genau, Feuermanager, Garagenmanager. Wie viele Plätze haben wir denn eigentlich noch? Wir haben Duisburg. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich da einen Fahrer einstellen soll. Bei den LKWs, die was wir so noch frei stehen haben. Aber nö, weiß nicht. Torino haben wir nicht stehen. Da haben wir die kleine Garage, okay. Aber ist cool zu wissen, dass wir Torino haben. Ja, mehr haben wir noch nicht. Naja, 91.000 haben wir erst. Und durchschnittlicher täglicher Profit 32.943. Naja, wird immer mehr. Gut, okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Ach ja, nicht vergessen, Frieden auf Erden.